Clownsnase ist die kleinste Maske der Welt, so sagt man. Wir Clowns, wir springen in die Nase, pusten ganz tief aus, pusten erstmal unseren ganzen Alltag, unsere ganzen Gedanken, erstmal alles raus, machen uns innerlich leer. Und dann springen wir in die Figur rein. Und ab dem Moment sind wir dann die Figur. Und habe andere Gesten, ich habe andere Mimik, ich habe eine andere Sprache. Das heißt, ich verwandle mich. Wir bringen so Glanzpunkte und da hilft mir auch die Nase. Selbst wenn wir nicht mitkriegen, dass es Donnerstag ist und dass die Clowns kommen, die Kinder wissen es immer und erinnern uns dann dran. Also es ist wirklich erstaunlich zu sehen, dass man dann in manche Zimmer kommt und wenn Untersuchungen anstehen oder so, die Kinder dann sagen, nein, da kann ich nicht, da kommen die Clowns. Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass sie lachen können und das verändert ja viel in unserem allgemeinen Zustand. Es gibt so viele, man sagt ja immer, Sachen, Lachen macht gesund und das ist ja gerade bei krebskranken Kindern, die, wie gesagt, so eine schwierige Zeit in der Therapie, in der Diagnostik vor sich haben, dass sie eben dann mal aufgebrochen werden, diese Momente, und dass sie dann wirklich ein leichteres Empfinden oder besseres Empfinden haben. Also so denke ich das immer. Es gibt diese Clowns, diese mittlerweile Magdeburger Klinik-Clowns, ja schon 15 Jahre, und das ist einfach gewachsen. Wenn es nicht gut wäre, wenn wir nicht so gut vernetzt wären mit Sponsoren, mit den Schwestern, mit den Ärzten, würde dieses Projekt einfach nicht so lange gehen, und es soll ja auch weitergehen. Ich persönlich denke, dass das eine sehr, sehr gute Sache ist, denn im Klinikalltag geht es oft hektisch für die Kinder zu. Es ist ungewohnt, die Abläufe. Wir machen Untersuchungen, die ja eingreifend sind, auch in die Persönlichkeit des Kindes. Und da ist das eine willkommene Abwechslung, wenn die Klinik-Clowns die Station bei uns besuchen. So ein Klinik-Clown ist sehr im Moment, ist sehr bei dem Kind, auf das er trifft, oder bei den Menschen, auf die er trifft. Ist sehr viel mit hinfühlen, hinspüren, was ist gerade dran, was wird gerade gebraucht. Ich glaube schon, dass Medizin viel macht, die Kinder gesund. Aber ich glaube, glücklich sein und lachen hilft definitiv ganz viel. Und das habe ich bei Theo auch immer gemerkt. Natürlich macht Lachen gesund, das wissen wir alle. Aber es macht vielleicht nicht nur gesund, sondern unterstützt auch tatsächlich die Heilung bei Krankheitsprozessen, natürlich auch bei Kindern. Wir als Clown trainieren viel den Blick, mit dem wir auf Sachen gucken. So. Und das nicht als das zu nehmen, was es faktisch vielleicht ist. Da muss man einfach im Kopf über 1000 Sachen parat haben, um dort einfach eine lebendige Atmosphäre zu schaffen. Und das Schöne ist, es ist immer wieder total neu und anders. Ich würde mir für die Zukunft einfach wünschen, dass das Projekt erst einmal so weiterläuft, wie es läuft, dass es noch andere Sponsoren gibt, die uns unterstützen, neue Studenten zu uns stoßen, dass wir uns unterhalten, dass sie beim Training mitmachen. Klinik-Clowns sind inzwischen über die Jahre ein Teil der Therapie geworden und des therapeutischen Teams in der Klinik. Und ich denke, das funktioniert so gut, dass man es überall machen sollte.